Wo sind wir eigentlich mit dem Donnerstagjazz in dem Sommer? Wir wollen auch den Ort hier im Norden von der Schweiz ein bisschen näher bringen. Der Kundelfinger Hof, das ist ein Weiler mit langer Geschichte und grosser Tradition. Ganz im Norden an der deutschen Grenze. So ist im Land. Und schon wenn man hierher fährt, erlebt man ganz wunderschöne Momente. Der Rhein ist mein ständiger Begleiter auf meiner Fahrt zum Austragungsort vom Donnerstagjazz. Das mittelalterliche Städtli Diessenhofen und Klöster St. Katharinenthal und Paradies zeugen von der historischen Vergangenheit in dieser Gegend. In diesem Jahr jassen wir wirklich im Paradies. Der Kundelfinger Hof liegt genau auf der Gemeindegrenze zwischen Diessenhofen und Schlatt im Kanton Thurgau. Spuren deuten darauf hin, dass der Weiler schon in der Römerzeit besiedelt war und das vor allem wegen der einzigartigen grossen Quelle. Da kommt das Wasser aus dem Boden mit konstant 9 Grad. Pro Minute kommen da zwischen 3000 und 7000 Liter. Und das glasklare Wasser wird seit über 100 Jahren für die Fischzucht gebraucht. Der Kundelfingerhof ist eine der ältesten und heute die grösste Forellenzucht der deutschen Schweiz. Lachs- und Regenbogenforellen sind Spezialität. Und die Fische werden hier nicht nur verkauft oder an Grosshändler geliefert, nein, die werden auch verarbeitet und geräuchert. Ja, Hans-Peter, das hat ja extrem geraucht. Wie werden die Fische, so wie sie jetzt auf dem Teller sind? Die Fische werden in einer Salzlake über Nacht eingelegt und nachher im Buchenheißrauch geräucht. Und da in dem Ofen werden sie noch für unsere Gäste fertig gemacht zum Präsentieren. Und so sieht das uns in dem Ofen unten an. Darum schmecken die so super nach dem Holz. Der 90'000 Quadratmeter grosse Quell- und Naturpark ist aber euer Paradies für Pflanzen und Vögel und ein beliebtes Ausflugziel für Angler und Familien. In den 8 verschiedenen Teichen kann man nach Karpfen, Saibling, Hecht, Schleien, Stör und Zander fischen. Der Ricardo Polla ist seit 10 Jahren der Besitzer von dem Hof. Rico, was mich wundert, kann der hier jeder fischen, wie ich jetzt? Am Samstag kann jeder kommen, dann machen wir betreutes Fischen. Da haben wir Leute von der Fischer zum Tiersofen da und auch von uns, die die Leute betreuen, die ihnen zeigen. Und sonst musst du Zahnausweis und Thurgauer Karte haben. Da kannst du auch unter der Woche kommen. Also der Salzgeber macht im Moment betreutes Fischen. Oh, was ist passiert? Hast du noch gegeben, musst du natürlich loslassen, wenn du dann rührst. Jetzt müssen wir sie loslassen, gell? Wie lange geht es, bis sie einen anbeissen? Ja, beim Fischen brauchst du einfach ein bisschen Geduld. Aber es ist eigentlich schon die Idee, dass jeder, der da zu uns kommt, auch vor allem oder so fangen kann. Ein bisschen Geduld und dabei die Natur geniessen beim Angeln hat sich dann doch noch uns bezahlt. Wer jetzt Hunger bekommen hat, kann den eigenen Fang gerade vor Ort an einer Feuerstelle braten. Wir haben ein paar dankbare Abnehmer für die Forellen gefunden. Wenn das alles zufällig ist, dann kauft der Fisch im Hofladen oder noch besser genießt die Delikatesse im eigenen Restaurant. In den ehemaligen Rossstallungen oder in der Gartenwirtschaft gibt es die saisonalen und regionalen Gerichte frisch auf den Tisch. Ja, schau mal auf. Da oben bei dem roten Punkt ist er. Geht unweit von Schaffhäusen, der Kundelfingerhof. Und sicherlich werden wir in den kommenden 7 Sendungen immer wieder wunderbare Sachen entdecken hier rund um diesen einmaligen Hof. Es gibt alle Möglichkeiten, wenn man sich hier die Zeit verplempern kann. Mal schauen, zum Beispiel hier Patricia und der Rolli. Für 2 Stunden noch ein Spiel, das ihr machen könnt. Im Strandkorb wird ihr vielleicht so machen. Dann kann, nein, es geht nicht weiter. Also, was schade ist natürlich, dass wir auch in diesem Jahr nicht können durch die Schweiz touren mit dem Donnerstagjazz. Aber wir haben uns entschieden, dass wir trotzdem ein bisschen durch die Schweiz fahren, immer mit dem Rennvelo oder mit dem Mountainbike wie in den letzten beiden Jahren, sondern mit dem E-Roller. Und vielleicht komme ich bis zur nächsten Sendung genau in Auersdorf vorbei. Welches Dorf, das wir auswählen, das ist im Zufall überlassen, beziehungsweise der Stefanie Heinzmann. Ja. Weil du hast ihn aufgehabt. Ja, Stefanie, bitteschön. Oh Mann! Dort spielen. Ich glaube, ich habe das letzte Mal dort gespielt, wenn ich 12 war. Ehrlich? Ja, das ist glaube ich 20 Jahre her. Das würde ich mir nie sagen, aber das ist ein anderes Thema. Hier haben wir die ganze Deutschschweiz und die rätoromanische Schweiz. Mhm, du
schiessen später einen Dart viel irgendwo da hin drauf. Das sind alle Ortschaften, alle möglichen Sachen sind drauf. Okay. Wenn wir die Ortschaft sofort schauen können, dann dürfen wir es entscheiden. Sonst müssen wir ein bisschen links und rechts schieben. Du möchtest natürlich auf Einholz, gell? Ja, ich muss schon Einholz treffen, aber das ist sau blöd da unten. Warum? Ja, da ich weiss nicht einmal, wie man das macht. Ja, probier's mal. Also, probier's mal zu entscheiden, wo wir bis zum nächsten Donnerstag ans Hingehen zeigen, wo. Habe ich da eigentlich auch wieder mehrere Versuche? Gut, wenn die Schweiz nicht trifft, dann hast du ein Problem. Ja, ich habe einen Dart vorbei. Meine Brüder haben mir mal in den Finger geschossen. Ein Dart vorbei? Ja. Ein Dart vorbei. Was ich du alles Dart hast, ich bewundere dich. Gell, ich kann ganz viele Sachen. Kann ich. Ja, ja. Nur Dart spielen, aber nicht. Und alles so. Bist du ein Streberin? Ich bin nein, eben nicht. Schieß jetzt bitte schön. Ich will nicht. Okay, warte. Du musst. 10 vor 10 ist am Zittern. Mein Papa schämt sich jetzt für mich. Nein, nein, nie. Ja, das ist nicht Wallis. Ja, Wallis ist es nicht. Was ist es? Ich sehe es nicht, ich muss eine Brille anlegen. Oh, warte, ich komme auf die Seite. Das ist voll. Warte, ich lese dir das. Ja, nein, aber ich kann ja nicht da, da hat es ja gar nichts. Aha. Das ist mit. Komm, wir gehen auf Frutigen. Oben auf Frutigen? Ja, das ist doch da. Das ist ja auf dem Weg zum Wallis. Nein, der Kien, nein, da, schau, das ist näher. Aha. Kiental. Ja, das Kiental. Nein. Kennst du das? Ja, ja, da bin ich zweimal in der Woche. Ah, sehr gut. Hast du das Konzert gehabt? Kiental ja. Ist der Ort, wo wir bis zum nächsten Donnerstag aufs Gegenteil. Ich habe zumindest die Schweiz getroffen. Danke vielmals. Danke euch. Mit dem Phil direkt ins Herz von der Schweiz. Danke vielmals.